Was geht ab, YouTube, und einen wunderschönen guten Tag an alle Zuschauer und Abonnenten. Ich begrüße euch ganz herzlich zur neuen Season GTA 5 auf meinem Kanal, zusammen mit dem Toto und dem Marco. Hallo. Hallo. So, und vorneweg, ich wollte euch ganz gerne etwas zeigen. Wo haben wir es da? Wir gehen mal kurz hier ein bisschen shoppen. So, seht ihr diese wunderschöne Superjacht? Ich zeige euch hier erstmal ein paar Bilder. Wie ihr seht, 6 Millionen Flocken kostet die. Aber dieses kleine schöne Schmuckding hier möchten wir uns gerne erspielen, also erkaufen und so weiter und so fort. Das ist unser Ziel, weil ich möchte ganz gerne von GTA mehr bringen. Und ich dachte mir so, ach ja, 6 Millionen zusammen diebstahlisieren oder so, wie auch immer. Wäre bestimmt ganz lustig, weil bestimmt gibt es auch viele Leute, ich sehe ja in meiner Freundesliste, haben mich ja viele geaddet. Ihr spielt auch viel GTA und ich dachte mir, ja, so eine schöne Yacht machen wir hier schön, mal Community Party, dicke GTA 5 Party, prügeln den Marco kaputt und so ein Scheiß alles. Und ja, so ist es im Moment. Wir haben eine Crew gemacht, die King Crew. Wenn da draußen von euch Leute sind, die da mitmachen möchten, einfach mal eine Einladung schicken, könnt ihr mit uns zusammen GTA 5 spielen. Ich weiß gar nicht, Marco, gibt es jetzt ein Crew-Konto? Wieso bist du eigentlich der Boss hier, Alter? ja, gut, wir fangen jetzt auch an mal mit einer wunderschönen Dingen hier. Mission? Ja. So. Was denn? Ach, ich hätte hier beinahe die Crew verlassen. Members? Keine Ahnung, müssen wir mal nachher so, gucken. Kann so, kann ich einladen? Ja, kannst einladen. Ja. Ja, wo bleibt denn die Einladung? Marco? Ja? Die Einladung bitte. Normal müsste ich schon... Also ich hab nichts. Jetzt kam sie. Alice, Marco, einnehmen. Was hast du denn gemacht? Immer der Reihe nach, Leute. Du freust dich schon? Ja. Weil die haben wir gestern Abend nicht zu zweit hinbekommen. Okay. Immer der Reihe nach. Was muss man denn da machen? Zuerst fahren wir zu. Wir müssen nach der Reihe, also immer nach der Reihe, Leute erschießen. Bestimmte Leute. Und am Ende fahren wir dann. Wie war es am Ende nochmal? Zu einer Farm und da. Ja, ja. Und da geht die richtige Party ab. Da geht die richtige Party ab, sagen die zwei Schlimmels. So, welche Karre sollen wir denn nehmen? Den gepanzerten großen Wagen oder den gepanzerten Sportwagen? Den Sportwagen. Dann nehmen wir den. So, wo seid ihr, Lümmels, denn? Ach du. Der Marco rennt schon wieder hier. Wäre schon fast wieder passiert hier. Steig ein. Will dir was zeigen. Den Platz, an dem sich meine Leute rumtreiben. So, los geht's. Wuhu. Weg da, Bitch. Das war ein Straßenschild. Ja. Auch eine Bitch. So. Auf geht's, ab geht's, drei Tage wach. Ja, wo sind denn meine lieben Freunde hier von der Staatsanwaltschaft? Wisst ihr, ich hab blaues Neonlicht. Oh yeah, wir fahren um. Entschuldigung, ich hab eine geile Karre, könnt ihr ruhig mal zugeben. Das ja, stimmt. Das Nummernschild ist das Beste. Ja, ne? Guck mal, wie feucht dich er fährt. Ja, ich fahr. Weil, ich fahr genauso, Toto. Was willst du eigentlich? Kannst ja bei den Aufkleber drauf mal anfangen.
Ja. Anfänger. Bitte halte 20 Meter Abstand. Ja. Putzig am Steuer. Oh Mann. So, du stellst dich am besten gleich auf die Kreuzung, die davor ist, direkt. Oh, Entschuldigung, Dicky. Ja, an die Kreuzung. Ah ne, die sind ja gepanzert jetzt. Ja. So. Fahr ruhig noch weiter nach vorne. Genau. Stopp. Oh! Stopp, stopp. Wo willst du denn hin? Ja, das geht doch so nicht. Ich kann uns doch nicht anschießen. Also, wir sind ja gepanzert. Stimmt. Mia, was geht ab, ihr Schlampen? Du, ne? Hat man ganz gechillt. Die müssen wir jetzt töten, oder was müssen wir tun? Ja. Big T. Was? Das ist der komplett rote Punkt. Ja. Den müssen wir töten, oder was? Ja. Wenn jetzt mal jemand hier die Lulatsch-Männer fertig machen. Wo ist denn der? Der steht da dahinter. Irgendwie. Da ist er doch. Ja, jetzt müssen wir zurück. Mach mal Platz hier, ey. Und jetzt musst du dich beeilen. Warum? Wir haben 1 Minute 50. Für was? Um da anzukommen. Nur um anzukommen oder müssen wir ihn auch direkt getötet haben? Nee, um da anzukommen erstmal. Dann geht's los! Das haben wir gestern nicht hingekriegt. Was, da hinzukommen oder? Ja, weil Marco gefahren ist. Ach so. Ja. Da hat uns nämlich mit Bobbycar dahin gefahren. In Bobbycar? Ja, so Familien-VA. Ja, jetzt seid ihr in guten Händen, meine Freunde. Ich zeige euch, wie das geht. Freunde. Junge, bist ja nicht Freunde, dann fühlt euch noch wichtig. Haha, ich steck abgehoben. Gut, dass du es selbst festgestellt hast. So, jetzt. Ah. Oh, nee, weiter, jetzt wieder hier drauf fahren direkt. Wir hauen ja ab. Das müsst ihr übernehmen, Jungs. Ich hab den Fahrer. Ganz weiterfahren. Sicher? Nee, der ist noch rot am Leuchten. Der steigt ja, da raus, der Beifahrer. Jetzt, ja. Los. Wie viel Kohle kriegen wir denn hier? Keine Ahnung. Ich weiß es auch nicht. Wir beide haben es noch nie geschafft. Zusammen. Weil auf dem Gelände nachher ist da ein bisschen was los. Du musst aber nur die eine bestimmte Person. Ja gut, das macht ja keinen Spaß. Ah, der Massakerstart. Ja. Ich hätte vielleicht vorher eben beim Waffenhändler vorbeischauen sollen, weil ich brauche mal Munition für meinen Raketenwerfer. Da, mach die Waffen scharf. Geht los. So nicht, du Bitch! So, mach jetzt. Haut der ab oder was? Ich hab den Fahrer. Und jetzt muss ich wieder beeilen. So. Nice. Nein. Nein, rückwärts. Rückwärts. Stopp. Was denn? Oh. Rückwärts. Warum? Rechts. Jetzt. Hallo. Ach du Scheiße. Was... Immer locker bleiben, Leute. Ja. So, jetzt geht's los. Naja, mit etwas. Ja, er hat mir was total anderes angezeigt. Aber keine Sorge, meine Karre ist TÜV geprüft. Oh, ich bin gleich Level 36. Ist das nice oder was? Das ist nice. Bin nice. Können die Zuschauer mal ein Like für da lassen? Und vor allem am besten gleich 2 für die Fahrkünste. Ach komm, Alter, ich fahre doch eigentlich ganz okay. Ja. Außer jetzt gerade habe ich mal ein bisschen Scheiße gebaut und was. Die Orientierung verloren. Das nennt man Skill, mein Freund. Und jetzt gleich, ich sag dir, wo du hinfahren musst. Dann machen wir nämlich nur den einen Typen platt. Quatsch, gleich alle.
Ja. Oh, moin Oma! Das wäre geil aus. So, und jetzt fahr einfach mal gerade aus. Hab ich vor. Moin! Hier sind wir. Hier ist die Hölle los. Was sagt der? Nee, nee, nee. Ich hab keine schusssichere Weste, Mann. Wow! Kennen wir nix. Die Explosion hat meinen Wagen weggebumst. Warte, warte. Weiter, 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 da. So, und jetzt begib dich zum Hotel. Das sind aber schöne Punkte, die wir uns entgehen lassen, ne? Ah ja, und der kann auf mich hören. Ja, es waren nur 3. Ja, gut, dann drauf geschissen. Sag mal, kannst du die Crew nicht ein bisschen besser einstellen, dass wir zum Beispiel, man kann ja auch, oh, das ging diesmal daneben. Alter, was ist hier los? Du Scheiße, nee. Wir können ja auch selber Logos machen. Kannst du nicht irgendwie eine Krone oder so machen, die besser zu King passt? Doch, kann ich machen. Na, dann mach das mal. Ist deine nächste Aufgabe für die nächste Woche. Was ist denn hier los? Nur ich baue Unfälle, Leute. So, 2 Minuten haben wir noch. Überall explodiert es, wo wir auftauchen, ey. Was will ich alles tun, um eine schöne Yacht zu haben? Aber gut, ich sag mal so, ne? Wer kann von sich behaupten, dass er eine Yacht hat in GTA? Alte Terrence aus. Terrence, ja, wo ist Phillips? Da. Ist er da drin? Ja, oben ist er. Im Zimmer, oben im Zimmer. Oben im Zimmer? What the fuck? Moin. Breezy's Killdienst ist da. Sie haben einmal einen Kill bestellt durch Kopfschuss. Soll das, du Lümmel? Der da oben am Pimpern oder was macht der da? Der ist in dem Zimmer da oben. Welche? In dem da, wo der Typ am Balkon steht. Was hat der da gesagt? Was hat der gesagt? Hat er gerade meine Mama beleidigt oder was? Kevin. Wieso jetzt machst du denn das? Der Dicke da. Wir müssen. Ja, erlegen die restlichen Gegner, alles klar. Was ist denn die eigentlich für eine Crackhöhle, Alter? Ich hoffe, ihr läuft schon. Ich läuft. Wow! Der hat da mit einer Schrote gestanden und hat mich mal einfach weggeburst. Kennt der nix, ne? Könnt ihr mal hier. Dead. Das sieht ja aus wie bei Marco zu Hause, Alter. So, moin!
Hab mich da mal darum gekümmert, ne? Kenn ich nächstes Mal alles alleine. Oh, ich bin Level up. Müsste eigentlich viel mehr Geld kriegen. Ja. Das stimmt. So, was machen wir jetzt? Machen wir erstmal die Abmoderation. Gut, meine lieben Freunde, wenn es euch gefallen hat und ihr wollt mehr GTA sehen, das bleibt nicht nur bei Missionen, wir machen auch mal rumalbern ein bisschen in der Stadt und so ein Scheiß. Kommt auch alles auf meinen Kanal. Bald kommt ja das neue Update raus mit dem Drogendealen, da werden auch bestimmt noch einige Sachen kommen. Und wir verabschieden uns in dem Sinne und sehen uns die Tage wieder. Tschüss. Ja. Tschüss.